Im Tor Hazagic, der in der Türkei sein Geld verdient. Die Viererkette davor mit Mravac, Nadarevic, Bahic und Jahic. Dann sehen wir den ersten Bundesliga-Profi im defensiven Mittelfeld mit Sead Salihovic von 1899 Hoffenheim, Rahimic neben ihm. Pjanic und Misimovic kommen über die Außen, zwei spielstarke Mittelfeldspieler. Und vorne geballte Offensivmacht mit Edin Dzeko vom VfL Wolfsburg und Vedat Divisevic von 1899 Hoffenheim. Sefan Susic ist jetzt seit kurzem Trainer von Bosnien und Herzegowina. Er ist sein drittes Spiel als Teamchef. Haben wir die Fröhlichkeit im Gesicht von Sead Salihovic gesehen. Guter Ball auf Podolski. Jetzt hat er mal ein bisschen Platz. In der Mitte Klose und Özil. Da wäre mehr drin gewesen für Podolski. Dzeko. Klose keine Chance gehabt, ranzukommen. Und der nächste Konter läuft mit Dzeko. Dzeko ist alleine. Edin Dzeko vom VfL Wolfsburg. Misimovic. Ibisevic ist dabei. Dzeko startet jetzt. Özil. Podolski. Podolski! Nette! Und Hochowski. Nicht schnell genug dabei. Na bitte, da haben wir in dieser 9. Minute endlich die erste richtig gute deutsche Offensivaktion gehabt. Lukas Podolski dicht vor Mainz zurück. Wieder Badstuber mit Schweinsteiger, Podolski. Endlich mal ein deutscher Konter, Klose. Kein Foul von Spalsch. Da ist er. Gute Hereingabe, Dzeko einschussbereit und Badstuber im richtigen Moment da. Macht erst sein zweites Länderspiel. Der 21-jährige Bayern. In der Mannschaft von Bosnien ist man sich darüber im Klaren, wie viel Pech die deutsche Mannschaft in der Vorbereitung auch hatte.
Und es war deutlich zu hören, dass hier keiner mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs sein würde. Wir werden schon ordentlich dagegen halten. Aber sie haben angekündigt, das wird fair zu gehen. Salihovic. Jacob. Pjanic, schöner Ball auf Edin Dzeko. Und dann ist es passiert in der 15. Minute. Und wir müssen genau hingucken, ob es sogar ein Eigentor von Philipp Lahm war. Pjanic. Und dann schießt der Lahm den Dzeko an und da sieht Manuel Neuer vielleicht nicht glücklich aus, aber das ist eine Situation, die hast du als Torwart einfach nicht im Griff. Lahm kommt um das Eigentor in seiner Statistik herum, das wird ihn aber nicht trösten. Ganz unglückliche Situation, schießt Edin Dzeko an. Wenig Erfahrung, aber viel jugendliche Begeisterungsfähigkeit in dieser Mannschaft. Und es wird interessant sein für Joachim Löw jetzt zu beobachten, wie das Team reagiert. Friedrich Zeck. Ecke Pjanic. Salihovic. Podolski. Sie suchen Klose, sie finden ihn noch nicht. Misimovic. Dzeko. Das sind nicht so schöne Ballverluste, weil sie die Konter ermöglichen über Misimovic. Pjanic. Wieder Pjanic und Neuer. Die dichte bosnische Deckung. Oh, Mertesacker. Bei ihm war es schon vorm 0:1 so ein kleiner Patzer in der Spielöffnung, der überhaupt erst die Möglichkeit eröffnete, die dann zum Tor, zum Glücklichen durch Dzeko führte. Solche Fehler kennt man gar nicht von Bremer. Schweinsteiger, wieder startet Podolski, wieder bekommt er, nein, diesmal leider nicht den Ball. Da war es dazwischen. Podolski, der allerdings im Nationaltrikot jedes Mal aufblüht, auch heute wieder, sieht man ihm die Spielfreude an und er hätte ja auch fast eingenetzt, aber leider nur die Latte getroffen in der Anfangsphase. Wir haben bisher in diesem ersten Durchgang zwei Mannschaften gesehen, von denen eine sehr schnell bei Balleroberung auf Angriff umgeschaltet hat.
Saka wieder so ein Abspielfehler im Aufbau. Und dann ist in seinem Rücken Pjanic weg. Und Neuer da.